Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wird unterstützt von der Lejeune Academy München. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich, diesmal wieder vom Tegernsee, vom schönen Gmund. Jetzt sind wir, genauer gesagt, im Gut Kaltenbrunn mit dem wunderbaren ehemaligen Bürgermeister von Gmund, Georg Graf von Preysing. Ich möchte mit dir jetzt einmal ein bisschen drüber ratschen. Du hast ja eine wahnsinnige Amtszeit hier gelebt. 18 Jahre waren das? Fast? Fast? Nein, genau, 18 Jahre. Wann 18? Wann 18 Jahre. Ah ja. Mhm. Ah ja. Und schaust blendend aus. Hey, gute Pflege daheim. Daheim, gell? Und du warst ja immer schon immer jemand, der sich für Menschen interessiert, oder? Jawohl. Okay, und das Schönste ist ja der Umgang mit Menschen, gell? Ja. Wenn es auch nicht einfach ist, ja, aber sehr interessant. Ja, ja. Jetzt Gmund, also wenn wir da mal schauen, also das ist schon, also, gell, das hält schon mit, gell? Der schöne Blick. Von hier, vom Gut Kaltenbrunn runter. Der ist einmalig im Tegernsee. Ja, ja. Und du bist aber in Tegernsee geboren, gell? Ja, ja. Im Krankenhaus. Damals war es an das Krankenhaus Tegernsee gegeben. Ich bin gebürtiger Tegernsee. Ja, ja. Wie ist denn das so, wenn du jetzt einfach mal so sagst, wenn du durch die schöne Gmund fährst, du hast ja viel gemacht, also auch Dürmbach, das ist ja eine kleine Stadt geworden, das ist schon was Schönes, oder? Wenn man weiß, das hat man bewegt, das hat man durchboxt, das hat man überzeugend einfach gemacht mit dem Gemeinderat und so weiter, das ist schon eine Sache, oder? Ja, also eine kleine Stadt, würde ich sagen, ist es nicht geworden, aber es ist viel passiert, ist richtig. Und jetzt, wenn man jetzt einmal ganz pauschal einmal sagt, die ersten 6 Jahre habe ich kämpfen müssen, dass man verschiedene Projekte auf den Weg bringt. Und manche haben ja meine ganze Amtszeit da, zum Beispiel da Kaltenbrunn oder Maximilian. Ja. Die haben wir tatsächlich aber 18 Jahre gebraucht, bis es dann endlich soweit war. Mhm. Hat verschiedene Gründe gehabt. Und darum sage ich, ein Bürgermeister sollte mindestens 2 Perioden, wenn nicht sogar 3 Perioden im Amt sein, damit er auch wirklich was bewegen kann. Weil die ersten 6 Jahre, die gehen so schnell um, da kannst du höchstens was anreißen, aber dass du das umsetzt, wird schwierig. Und bei uns haben wir in der Gemeinde, also auch dank an den Gemeinderat, der immer voll dabei war, haben wir wirklich viel erreicht. Bin auch, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen stolz darauf, dass ich da mitwirken habe dürfen. Allein geht es sowieso nicht. Du brauchst, wie gesagt, einen Gemeinderat, du brauchst verschiedene Behörden, Ämter, die da mitspielen. Aber ein Herzblut. Aber einer muss halt einen Anreiz geben, einer muss die Dinge angehen. Und mein großer Vorteil war vielleicht, dass ich von der Selbstständigkeit gekommen bin. Ich war ein selbstständiger Bauingenieur. Ja. Dass ich natürlich da anders arbeite als ein gelernter Beamter. Ich will jetzt da nichts falsch sagen, aber wenn einer von klar auf nur Paragraphen und sonstige Sachen und Persilschein im Gedanken hat, im Kopf hat, der kann natürlich nicht so arbeiten und so agieren als ein Selbstständiger. Und man macht natürlich auch mal Fehler. Wenn du viel anreist, machst du auch mal Fehler. Das ist mir auch passiert. Aber ich sage lieber, passiert mir ein Fehler, als wenn gar nichts passiert. Absolut. Okay. Du hast ja sag mal, damals das Amt übernommen vom Zellermeierbäder. Genau. Ihr wart ja schon ein bisschen ähnliche Typen. Also ja. was die bayerische Tradition und so. Also die hat es ja auch nicht schlecht gemacht. Nein, der Bäder war auch bodenständig. Ja. Und hat auch geschaut, also unter der Zeit vom Zellermeierbäder sind auch einige Grundstücke durch die Gemeinde erworben worden, die also ganz wichtig waren dann auch für meine Zeit, für die Entwicklung, wo wir was machen haben können, entweder auf dem Grundstück was verwirklichen oder als Tauschgrundstück hernehmen und so weiter. Also da hat der Bäder schon eine Vorlage gegeben. Ja, die wichtige Nasen gehabt. Genau, und das habe ich dann mit dem Gemeinderat weitergeführt, dass wir geschaut haben, dass wenn es irgendwer geht, dass wir Grundstücke kriegen für die Gemeinde. Das ist A und O. Gerade heutzutage, jetzt wird es ja immer schlimmer. Jetzt kommst du ja fast nicht mehr auf den Grund. Und dann ist natürlich die Gestaltungsmöglichkeit einer Gemeinde eingeschränkt. Ja, ja, ja.
Jetzt reden wir mal ein bisschen über den Tegernsee. Also der Tegernsee macht sich. Gell? Also da ist viel, das ganze Tourismuszentrum und so. Also da ist schon was da. Ja? Auf was führst du das zurück? Klar, es ist eine einmalige Landschaft, aber trotzdem, Tegernsee, das ist schon, die Leute wollen Grundstücke kaufen und wollen also einfach irgendwie an den Tegernsee raus. Ja? Ja, also die jetzige Situation hat Vor- und Nachteile, wenn man es jetzt ganz ehrlich betrachtet. Ja. Man, dass der ganze Schien auf Lieg ist und auch bei so einem Wetter wie heute, wo es nicht ganz... Das merkt auch die Preise. Genau, wo es nicht nur totaler Sonnenschein ist, auch bei so einem Wetter wie heute, ja, kann man viel machen bei uns. Also ich glaube, der große Vorteil vom Tegernsee da ist, wenn man es einmal ein bisschen global betrachtet, ja, dass wir relativ sicher bei uns leben. Was also viele Auswärtige, also jetzt, die also nicht unbedingt aus dem deutschsprachigen Raum kommen, aber viele Auswärtige schätzen, dass man bei uns auch noch auf der Straße gehen kann, ohne, ja, Bodyguard, dass du dein Haustier einmal offen lassen kannst, ohne dass es gleich einbrochen wird. Das ist ein großer Vorteil, dass bei uns relativ sicher ist. Das ist ein Vorteil ist, dass wir eigentlich keine großen Naturkatastrophen haben, wie Lawinen, Erdbeben, was weiß ich, was es so gibt. Dann vier Jahreszeiten. Ja, wir haben noch die vier Jahreszeiten. Das wirklich, das kann man sagen. Noch. Da schneit es auch. Ja, da wo mal da ist. Und wir haben von unserem Angebot, von unserem touristischen und sportlichen Angebot für jede Jahreszeit was, also Winter, Sommer oder Herbst und Frühjahr. Wir haben für jede Jahreszeit, kann man bei uns was machen. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit, also in den 18 Jahren, wo ich jetzt Bürgermeister war, muss ich sagen, mit den Kollegen aus den anderen Gemeinden haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit gehabt. Wir haben ja gemeinsam, viele gemeinsame Betriebe, sage ich jetzt mal, ob das die Tegernsee Taltourismus GmbH ist, ob das der Abwasserzweckverband ist, ob das die gemeinsame Musikschule ist und. Haben wir also mehrere Organisationen, die über das Tal zusammenarbeiten. Und bis auf Kleinigkeiten, was hin und wieder mal hackt, haben wir also wirklich gut zusammengearbeitet. Und das macht natürlich auch was aus, gell? Wenn nicht jeder gegen den anderen da werkelt. Der Nachteil ist natürlich, dass halt alle mehr kommen, die meinen, sie möchten auch bei uns wohnen, so wie du auch mal, genau, vor ein paar Jahren. Genau. Die meinen, jetzt wirst du unbedingt da Tegernsee. Ja, genau. Und aber ich kann wenigstens bayerisch. Du kannst wenigstens bayerisch und du führst dich anständig auf. Nein, Entschuldigung. Nein, das passt schon. Aber es gibt halt auch, wer baut schon eine Kirche? Genau, auf das Thema kommen wir noch. Ja, genau. Aber es gibt halt auch Leute, die jetzt zu uns gezogen sind, die sich dann mit verschiedenen Sachen nicht abfinden, ob jetzt das Kurglocken sind, ob das Kircherglocken sind, ob das eine Emission von einer Bäckerei ist oder. Oder Kurglocken oder was. Und dann sage ich mir natürlich, warum ziehe ich denn da her, wenn mir das nicht gefällt? Dann bleibe ich halt woanders. Gell? Ja. Und der Nachteil für unsere einheimische Bevölkerung ist halt, dass die Bodenpreise so extrem gestiegen sind, dass sie jetzt, sage ich mal, ein normaler einheimischer Handwerker oder einer, der wo normal in die Arbeit geht, der kann sich das ohne Hilfe der Gemeinde nicht mehr leisten. Und vor allen Dingen, wenn einer einmal hergeht und sagt, jetzt mach ich mal Kasse und dann die nächste Generation erbt das Haus halt nicht, sondern ja. Das ist jetzt auch so ein Thema, dass also viele große Grundstücke, wir haben im Tegernsee ein Tal, das war ja ein Merkmal von uns, große Grundstücke mit Villen, mit einer Villa drin oder mit einem Haus drin. Und das wird jetzt zum Teil vererbt. Dann einigen sich die Erben nicht oder es wird verkauft und dann wird das eine Haus weggerissen. Und dann werden es 3, 4, 5, 6 Häuser, was das Baurecht hergibt, eingebaut. Und da fällt uns momentan nichts ein. Weil wir da ein bisschen ein Problem haben. Mhm. Von oben her, sage ich jetzt mal, von der Staatsregierung wird da propagiert Innenraumverdichtung vor dem Außenbereich, was ja grundsätzlich richtig ist, aber wenn ich jetzt die Innenraumverdichtung so gnadenlos durchziehe, wie es momentan gemacht wird, dass eben die größten Grundstücke dann bebaut werden bis auf den letzten Millimeter, dann verändert das natürlich den Charakter unserer Gemeinden. Mhm. Und da sind die Bürgermeister und der Gemeinderat leider die Hände gebunden, weil das von oben her so gewollt ist. Und da müssen wir noch mal schauen, ob wir da nicht irgendwie einen Kompromiss Wie hättest du das Problem jetzt gelöst mit dem Feichtnerhof, Tegernseehof? Das ist ja, das geht ja vor Gericht, gell? Also ich hätte nicht umgetauft, nein, weil Feichtnerhof ist, ist ein Begriff. Ist ein Begriff, ja, weiß ja jeder. Ja. Und der Feichtnerhof oben hat also auch Vorteile. Er hat eine schöne Lage, hat einen super schönen Biergarten, also einen gewachsenen Biergarten, der schon da war. Und wenn der mit, sagen wir, von seinem Angebot her, von seinem gastronomischen Angebot her, ein bisschen was versucht hat, wo er ein bisschen Alleinstellungsmerkmal hat und die Zimmer, die Hotelzimmer dann auch noch bauen darf, die Gemeinde ja schon lange genehmigt hat, dass er sich ein bisschen vergrößern kann, dann hätte er da oben wirklich ein gutes Auskommen. Ja, glaube ich auch. Weil Kaltenbrunn hat zwar
Räumlichkeiten für Gastronomie, für Veranstaltungen, hat aber kein einziges Hotelbett. Mhm. Und das dann auf ist ein Katzensprung. Ja. Da kann man also da rund Veranstaltungen machen, wo die Leute oben übernachten, frühstücken, ja, und da bleiben. Also die hätten da sehr gute Kooperationen, als gute Synergieeffekte. Aber nein, ich weiß nicht, ob der neue Besitzer ich verstehe nicht, aber gut, ich muss auch nicht alles verstehen. Genau. Jetzt einmal, gut, Kaltenbrunn hat dir ja auch Sorgen gemacht in deiner Amtszeit ein bisschen, oder? Da siehst du es, da war vor Kaltenbrunn war da noch Haar. Irgendwie kommst du mir jetzt schon näher ein bisschen, ja, gell? Ja. Aber irgendwo hast du es dann doch hingekriegt, oder? Gut, Kaltenbrunn. Ja, wenn man es so ein bisschen Revue passieren lässt. Ich bin ja nicht jetzt nur 18 Jahre Bürgermeister gewesen, sondern ich war insgesamt 40 Jahre im Gemeinderat, also mit der Bürgermeisterzeit, ja, seit 1978. Ich kenne also die Geschichte Kaltenbrunn von Anfang an. Und jetzt muss ich auch wieder ganz vorsichtig ausdrücken, wenn es heißt, ja, das und das ist passiert. Zuerst muss man einen geben, der sowas verkauft. Ja. Weil wenn einer sowas nicht verkauft, dann kann ein anderer nicht irgendwas machen, was... Das war der Herzog, der es verkauft hat. Der Herzog hat es verkauft, der hat seine Gründe gehabt, ja. Akzeptiere ich auch. Ja. Aber hat schon ein bisschen geschmerzt. Aber es ist halt verkauft worden. Und ein Stück Bayern. Dann hat es also die Familie Schörko verkauft. Mhm. Senior. Ja. Weil es so geärgert hat, dass da nichts geht. Und wir dann Bürgermeister geworden bin, dann habe ich noch einen Anlauf gemacht mit einem Teil von der Gemeinderäte und sind auf ihrem Zugang und gesagt, ob ich nicht doch überlegt habe, was machen möchte. Und dann sind da verschiedene Planungen entworfen worden. Gut, ich gebe zu, dass dann das Ganze ein bisschen zu viel, zu umfangreich geworden ist. Mhm. Das haben wir dann selber gemerkt. Dann haben wir ja auch von der Gemeindeseite her und vom Gemeinderat eingebremst, haben wir es ein bisschen eingedampft. Zuerst war das alles mehr da Richtung Osten gegangen, ja. Und dann hat es sich aber Richtung Westen entwickelt, was also auf alle Fälle sinnvoller gewesen wäre, weil es da nicht so einsehbar ist und ja. Nicht so den Blick nicht so beeinflusst. Auf alle Fälle war am Schluss wirklich eine Planung, die man auch mit dem Landesamt für Denkmalpflege mit allen möglichen abgestimmt hat, war eine Planung da gewesen, die also eben auch eine ausreichende Anzahl von Hotelbetten vorgesehen hätte, die wir dringend brauchen. Ein paar Nachbarn und auch sonstige aus dem Tegernsee, die eigentlich selber, wenn ich es so hart sage, selber noch keinen einzigen Euro davon ausgegeben hätten, dass unser Tal schöner wird. Ja. Die haben also dann da ein enormes Kontrollverfahren und eine Klage eingereicht. Und ja gut, es ist dann vom Gericht abgeschmettert worden. Und ich sage es heute, ich sage das immer wieder, das war auch ein Dolchstoß für den Stefan Schörkauer selber. Ja. Das hat ihn richtig getroffen. Auch mich persönlich hat es richtig getroffen, muss ich ehrlich sagen. Weil diese damalige Gesamtkonzeption, die hätten wir gebraucht und die hätten uns gut da. Ja. Gut, dann ist das Ganze wieder eine Zeit lang da in Röschenschlaf. Und dann hat die Frau, Alexandra Schörkauer, hat dann nochmal angepackt und gesagt, gut, dann machen wir es halt in einer wesentlich kleineren Form, in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege. Und das war auch eine lange, mühsame Arbeit. Haben wir Jahre verloren, Jahre, ja. weil man nicht miteinander vernünftig geredet hat, oder? Ja, also, weil halt jeder seine Maximalforderungen gehabt hat, wie es halt so oft ist im Leben. Ja. Aber auf alle Fälle, das, was jetzt dann entstanden ist, ist für das, was jetzt da ist, hervorragend, sage ich. Mhm. Sehr gut. Wir haben wunderschöne Veranstaltungsräume unten im ehemaligen Rinderstall oder in der Tenne. Mhm. Die Gaststätten ist wieder perik hergerichtet worden, das Gesindehaus. Ja. Also es ist wirklich schön geworden, aber ich sage es nochmal, uns fehlen die Gästezimmer, ja, die Hotelbetten. Ja. Das wird sich da nicht mehr verwirklichen lassen. Aber sind wir froh, dass wir das haben. Und wenn das die Frau Schörkauer nicht gemacht hätte, der andere hätte das gar nicht machen können. Ja, also. Der hätte es vom finanziellen Rückhalt her und auch von der vom Herzblut, wie du zuerst schon mal gesagt hast, das hätte es ein anderer gar nicht gemacht. Und darum bin ich der Familie Schörkauer unheimlich dankbar, dass wir es jetzt so haben. Jetzt reden wir mal über Maximilian. Das ist ja auch so mal ein wunderbares Thema, was in deiner Amtszeit, wo du dich wirklich eingesetzt hast. Da war ja alles schon drauf und Holländer wollten ihn haben. Und das war ja immer, es war schon schier, wenn du da nach Mundreif warst.
Wund ist das Tor zum Tegernsee. Aber da muss da auch das Herz aufgehen, oder? Also es ist eine richtig schöne Wirtschaft. Ja, ist, also der jetzige Zustand ist fantastisch. Da können wir auch manchmal noch Tränen. Das glaube ich, aber großes Lob. Weil das wirklich. Ist ja 35 Jahre war da nichts mehr. Und wie viele Leute sind da vorbeigefahren? Ich war da früher einmal Fremdenverkehrsreferent, wenn ich da bei den Gästeehrungen war. Dann haben sie gesagt, jetzt ist das schon 5 Jahre still oder 10 Jahre, je nachdem, wie halt die Zeit war. Was ist da los, warum passiert da nichts? Und das war ein richtiger Schandfleck und hat unsere Gemeinde abgezogen, muss man ehrlich sagen. Ja. Und dann waren aber da war es genau dasselbe, wie gerade gehört hat, im Brunnen. Einer muss verkauft haben, wenn es einer nicht verkauft hat, dann hätten sie das selber gemacht. Das war der Glasl erst, aber ja. Aufgrund seiner familiären Situation hat er halt verkaufen müssen. Und dann ist halt da hingegangen. Dann haben verkehrte Berater, leider mal da angesehene Rechtsanwälte, die in Tegernsee mehrmals einen Schono gekriegt haben, haben sie da versucht. Und alle möglichen Planungen sind gekommen, aber hat dann alles nicht funktioniert. Und dann hat ja lang ein Privatmann aus Wiesbaden gehabt. Und der hat aber dann auch nicht das richtige Konzept zusammengebracht. Münster war auch mal drauf. Hat er nicht das richtige Konzept gehabt. Und dann hab ich da mit seinen Banken. Das habe ich also noch ohne Gemeinderat gemacht, muss ich ehrlich sagen, habe ich mit den Banken verhandelt, haben gesagt, wir können mir das ablösen, dass das die Gemeinde erwirbt. Das war ein harter Kampf, aber es ist mir dann gelungen, im Dezember 2009, so lange ist das auch schon wieder her, dass ich die Banken überzeugt habe, dass sie es an die Gemeinde verkaufen. Und der Gemeinderat hat noch im Januar Gott sei Dank zugestimmt. Und dann hat die Gemeinde den Maximil erworben. Das ganze Gelände dazu. Da war ja früher ein Saal, der ist ja vor Jahren schon weggerissen worden. Theater war auch drauf, Bauerntheater. Ja, das war ja alles schon nicht mehr da. Ja. Und dann haben wir eine Bürgerwerkstatt gemacht in der Gemeinde, wo wir also mit verschiedenen Arbeitskreisen, in verschiedenen Themenkreisen, wo wir uns überlegt haben, was kann man an dem Platz machen und was kann man nicht machen. Das war auch für mich sehr lehrreich, muss ich sagen. Und hat uns schon viel gebracht. Und im Endeffekt, wenn man jetzt das Ergebnis anschaut, ist eigentlich fast 100% von dem, was... Das ist fast wie das Original war, oder? Ja, plus aber auch wenn man das Gesamte anschaut, ist fast 100% von dem, was die Bürgerwerkstatt wollte oder was sie sich da entwickelt hat, ist umgesetzt worden. Und wie bist du auf den Herzog zugegangen, oder? Ja, das war ein weiterer Schritt. Also zuerst hat sie eine Gemeinde gekauft. Aber erzähl mal, und dann war natürlich der Vorteil... Ja. Eine Gemeinde muss keinen Gewinn machen. Sie darf zwar nicht Geld verschenken und sie darf also nichts verschleudern, aber sie muss keinen Gewinn machen. Und das war der Unterschied zu den Vorbesitzern, die halt alle eine gewisse Rendite haben wollen und das was halt einfach nicht hergemacht. Ja. Nachdem die Gemeinde uns wichtiger war, dass da was passiert, was wir wollen, was wir brauchen in Gmund, haben wir also dann 2011, also 2 Jahre später, und nachdem sie mir erworben haben, an die Firma Ten Brinke heißt die, haben wir dann das gesamte Gelände verkauft mit einem vorhabensbezogenen Bebauungsplan, wo ganz genau drin gestanden ist, was werden muss, dass also die Wirtschaft bleiben muss, dass eine Tiefgarage gebaut wird, dass ein Lebensmittelversorger hinkommt und Wohnungen. Mhm. Und das hat dann Ten Brinke in Angriff genommen. Und die haben aber dann relativ bald anklingen lassen, dass sie an der Wirtschaft also wenig Interesse haben, weil das nicht ein Kerngeschäft ist. Die bauen Lebensmittelmärkte und Wohnungen, aber betreiben keine Wirtschaft. Und in diesem Zusammenhang war das gerade so, wie die Brauerei Tegernsee bei uns draußen in der Kreuzstraße eine Abfüllanlage und ein Logistikzentrum gebaut hat. Und da habe ich also einen guten Kontakt aufgebaut mit der Brauerei und mit dem herzoglichen Haus, kann man sagen, jetzt ist eine freundschaftliche Zusammenarbeit, freundschaftlicher Kontakt. Und man muss dazu sagen, ohne einen kleinen Schwenker, das Herzogliche Haus wollte in Tegernsee drin ein Projekt verwirklichen. Und da ist dann der Steg dazu gekommen. Und das hat das Herzogliche Haus auch so verärgert, dass da von einer Wirtschaft da ein Steg gebaut wird, dass die gesagt haben, gut, dann lassen sie stehen und nehmen lieber das Geld her und machen in Gmund was. Und da haben sie dann von Ten Brinke dann den Teil
Gaststätte plus Umgriff. Praktisch. Nein, abkauft. Abkauft. Ah, ja. Das sind jetzt zwei verschiedene Besitzer. Mhm. Also Gaststätte plus Anteil Tiefgarage plus Anteil Freigelände ist herzogliches Haus. Und das andere, die Wohnungen, der Rest der Tiefgarage, oder der größere Teil der Tiefgarage und der Lebensmittelmarkt ist. Aber da hat es auch Überzeugungskraft gebraucht, oder? Ja, vielleicht musst du ein bisschen, aber. Da musst du ein bisschen. Irgendwann kriegst du schon mal die Erfahrung und die Routine, dass du was machst. Aber vor allem für Gmund selber. Ich möchte jetzt an der Stelle sagen, für Gmund ist halt das ideal. Wir haben jetzt das Zentrum, die zwei Kirchen, das Rathaus, die Schule und ein Wirtshaus. So wie es früher, eigentlich in alle Dörfer war. Ja. Das ist jetzt unmittelbar in einem Bereich benannt. Wunderbar. Und das siehst du nicht mehr so oft. Ja. Und sind auch viele Einheimische dort, oder? Ja, ja. Also, und du gehst da ab und zu rein, oder? Man muss sagen, wir haben einen riesen Massel, sind engagierte und hervorragende Wirtsleute drauf. Mhm. Und das passt halt alles zusammen. Das passt. Wunderbar. Jetzt ratschen wir mal über die Realschule, die gebaut worden ist. Das ist ja auch etwas Wunderbares, Wissen vermitteln. Ja. Das war ja einfach auch unter deiner Federführung. Gell? Und ja, man, das geht jetzt auch weiter zurück. Das Grundstück, wo jetzt die Realschule Tegernsee Tal draufsteht, das hat zum Teil der Gemeinde gehört und zum Teil einen Landwirt aus der Gemeinde Gmund. Und damals noch unter dem leider früh verstorbenen Landrat Norbert Kerkel. Das war ein guter, gell? Ist es einmal darum gegangen, ja, Tegernsee Tal braucht eigentlich eine weiterführende Schule, noch zum Gymnasium dazu. Mhm. Und dann haben wir uns das Gelände da oben angeschaut. Und dann war er gleich Feuer und Flamme, hat gesagt, das ist der ideale Standort für neben dem Fußballplatz. Neben dem Fußballplatz und neben dem Bahngleis. Da hast du auch gespielt bei denen, oder? Aber auch gespielt, ja. Darum meine krummen Füße. Und das Bahngleis gleich daneben. Na, damals ist schon der Gedanke geboren worden, dass wir einen Bahnhalt brauchen. Mhm. Damals schon. Auf alle Fälle, der Landrat hat sich dafür eingesetzt. Und dann der nachfolgende Landrat, der Jakob Greidel, der hat ja erreicht, dass wir Bildungsregion werden und dass wir da gefördert werden, Bildungsregion Mirschbach. Mhm. Und dann ist es umgesetzt worden, dass wir da oben die Realschule bauen. Da hat es am Anfang auch Startschwierigkeiten gegeben, weil wenn wir darum geworben haben, dass wir Schüler und Schülerinnen kriegen, oh ja, wer weiß und dieses und jenes, dann war es bald daran gescheitert, dass wir die Schüler nicht zusammenbringen. Mhm. Und nachdem wir dann da oben die Planung und die Bauzeit ja ein paar Jahre gedauert hat, ist in der Zwischenzeit also eine Dependance gemacht worden in Wisse. In Wisse neben der Grundschule sind also da mobile Klassenzimmer, sagt man heute. Mobile Klassen. Früher hat man Container gesagt. Ist da die Realschule ist da gestartet. Mhm. In Wisse. Ein paar Jahre lang, so lange, bis wir halt umsiedeln haben können zu uns. Und wir haben da zweifaches Glück gehabt. Erstens, das Gebäude ist ein Funktionsgebäude, es ist also kein Wohnhaus, gell, braucht also eine gewisse Größe. Haben nicht alle Nachbarn so verstanden und akzeptiert, aber es ist halt so. Aber das Gebäude ist funktional und von innen, von der Aufteilung hervorragend. Mhm. Und das noch größere Massel war, dass also der Rektor Stefan Ambrosi und sein Konrektor, der Herr Schreiner, dass die, also wie gesagt, die Schule mit Herz, mit Verstand, mit Liebe geführt haben und jetzt der Schreiner noch führt. Die haben dann so Schularbeitskreise eingeführt, daheim, mit Schafkopfkurs und mit alles Mögliche. Also die haben wirklich, das sind Seelen von Menschen, muss man wirklich sagen, die haben die Schule geprägt, sodass jetzt die Realschule schon wieder zu klar ist. Ja. Damals haben wir gekämpft um jeden Schüler, jetzt ist schon wieder zu klar, müssen wir wieder erweitern. Hat einen super Namen. Hat einen super Namen, hat eine super Reputation. Ja. Und wir müssen da jetzt, der Landkreis ist ja, ja. Die Realschule wird vom Landkreis dran. Da müssen jetzt noch Räume geschaffen werden, weil es einfach zu eng wird. Die haben so einen Zulauf, unglaublich, gewaltig. Unglaublich schön. Jetzt müssen wir schon noch mal über Dürmbach reden. Ich meine, das ist ja explodiert. Wie ist denn die Idee entstanden? Also das ist ja unglaublich, was da
Und gut. So Schnee und das ist ein richtig schöner Ort geworden. Also wunderbar. Gut, man muss sagen, die Gemeinde Gmund hat im Gegensatz zu den anderen vier Talgemeinden den Vorteil, dass wir ein großes Hinterland haben. Mhm. Also mit unseren Ortsteilen Finsterwald, ja. Schneidereisel, also genau. Festenbach, ja. Dirnbach, Ostin, ja. Goss und so, ja. Haben ja Ortsteile, die also aus dem direkten Blickwinkel vom See weg sind. Ja. Da haben wir also nicht diese große Diskrepanz immer, was aber heißt, ja, der See soll nicht verbaut werden oder der Seehofer soll nicht verbaut werden, das haben wir da draußen also nicht, weil das nicht so im Brennpunkt steht, zum einen. Zum Zweiten war damals so, dass der Landwirt Gregor Glas seine Hofstelle aufgegeben hat, mitten in Dirnbach, und hat ausgesiedelt. Und das war damals noch, ist das noch aufgegangen unter meinem Vorgänger Peter Zellermeier, dass man da dieses Dorfzentrum Dirnbach baut. Mhm. Also auch mit Geschäften, mit einem Einkaufszentrum, mit Gaststätten, mit einem schönen Ambiente. Und das war der Einstieg. Und dann hat der Gregor Glas, ist er auch leider ein bisschen falsch beraten worden, dann hat er also nachbessern müssen, dann hat er mir, nachdem ich ein paar Mal geackert habe, hat er uns nochmal eine freie Wiesen verkauft, mitten in Dirnbach, wo wir dann von der Gemeinde aus da einheimischen Programm gemacht haben, also Wohnhäuser für Einheimische im Eigentum, wo wir freie Grundstücke verkauft haben, weil das muss ja alles finanziert werden, und wo wir sechs Gewerbegrundstücke verkauft haben, aber alles an Einheimische. Mhm. Okay, und da draußen ist wirklich ein schönes Zentrum. Unglaublich. Also okay, die Wohnhäuser, die Geschäfte. Kleinminetten. Ja, wir haben aber alles auch mit. Wir brauchen natürlich da draußen auch Ausgleichsflächen und auch Grünflächen. Wir haben da einen Obstgarten, der zwar nicht mehr ganz so groß ist wie vorher, aber Obstgarten, der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Und das gesamte Miteinander. Das ist wirklich so ein kleines Zentrum geworden, aber das blüht und gedeiht. Wunderbar, wunderbar. Da bin ich selber froh. Jetzt die Radlwege, die sind ja auch entstanden unter deiner Herrschaft. Im Stadtrat. Mit dem Gemeinderat, ja. Bis auf den Ohr, wenn man da. Den Lückenweg. Ja, da haben wir ein Einstellungsmerkmal, schau. Genau. Nein, ich bin das letzte Mal, war ich da im Jänner noch ein bisschen ohne Auto, ein bisschen viel getrunken, aber jetzt fasst sie noch zusammen. Weil sonst ist ja alles gut, aber geht da nicht. Also das ist etwas, das war mir richtig weh tut, gebe ich zu. Da bin ich mit zwei Grundstücksbesitzern nicht Schuss gekommen, wenn man auf Bayerisch sagt. Ja. Also haben wir nicht. Sind wir nicht einig geworden, weil einer von denen wollte halt ein Baurecht irgendwo, was nicht gegangen ist, und der andere, der hat sich von der Vergangenheit schon, von früher her, benachteiligt gefühlt, und dann ist das Thema Umgehungsstraße oder Entlastungsstraße Gmund gekommen, und die beiden Grundstücksbesitzer haben also dieses Thema Entlastungsstraße praktisch als Vorwand hergenommen, warum sie einen Grund nicht hergeben. Also ist mir leider nicht gelungen, vielleicht gelingt es mein Nachfolger, ich weiß es nicht, schön war es, dass der da oben, der Radweg zwischen Finsterwald und Dirnbach, dass der ganz fertig wird. Aber wir haben ja viele andere gebaut. Wir haben auf Mosrohren ausgebaut, auf Kreisstraßen aus den Radweg. Wir haben einen durchgehenden Radweg von unten von Seeglas bis Ostin. Mhm. Und dann hab das ich noch angefangen mit meinem Bürgermeisterkollegen Jens Tangenfein von Hausam, dass wir also einen Radweg auch von Ostin über den Schuss über nach Hausam, weil das eine sehr gefährliche Strecke ist. Das läuft, das ist gerade in der Planung. Wir haben verschiedene kleinere Radwege auf Festenbach und so weiter. In der ganzen Gmahl haben wir Radwege gebaut. Also passt soweit. Man kann natürlich immer noch besser machen und immer noch was, ist klar. Aber für die damaligen. Wunderbar, wunderbar. Weißt du, der Tegernsee ist ja auch eine beliebte Strecke für Trainings für Marathonläufer. Weißt du warum? Weil das ist genau 21 Kilometer. Weil ich bin das ja auch mal gemacht. Weil die meisten Marathonläufer, wenn die 21 Kilometer schaffen, dann sagen sie, das doppelte schaffe ich auch. Ja. Notfalls gar nicht zu Fuß gehen. Aber das ist schon super, wenn man da mal rumläuft oder rumradelt. Wir haben den Taltriathlon, der zum Beispiel da einige Strecken zum Laufen sind. Aber beim Rumlaufen haben wir den Tegernseelauf im September, Mitte September. Ja. Der Tegernseelauf, wo ich also die ganze Strecke gelaufen werden kann, 21 Kilometer oder für die nicht ganz so gut beieinander sind, 10 Kilometer. Und da ist natürlich so, ich war an Start schon ein paar Mal dabei, ich bin jetzt also nicht der Läufer, gell, wenn ich Fußball gespielt habe, aber das waren halt auch bloß kurze Strecken. Gell. Aber da am Schluss dann, wenn sie noch fast da sind und kommen dann von unten, von der Boersack hinten, von der Spielbank rauf, da ist ja der letzte Anstich.
Anstieg da auf, auf Kaltenbrunn. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ja, ja, ja. Aber dann können sie wieder runterlaufen, ja, Richtung Ziel. Genau. Aber da auf, da, ja, da merkt jeder. Also wir könnten jetzt nur ratschen, Hochwasserschutz hast du gemacht, die Moos rein und so weiter. Aber ich möchte so ein bisschen ratschen, noch ein bisschen mit dir. Du bist ja ein Familienmensch. Ja, also wenn ich das mal anschaue, gell, also deine Frau Josefa, zwei Söhne, drei Töchter, 13 Enkelkinder. Der 14. kommt im August. Grad. Ja, wie managst du das? Familie ist schon auch wichtig für dich. Ja, also da muss ich ganz, da muss ich praktisch das Lob weitergeben an meine Frau. Mhm. Also meine Frau, die hat ja auch vorher einen Beruf gelernt, mhm, und hat auch wieder zurückgekommen in den Beruf. Aber sie hat sich ganz der Familie verschrieben. Sonst hätte ich das gar nicht so machen können. Also, weil damals, wie ich in den Gemeinderat gegangen bin, 78, da habe ich noch studiert, da bin ich noch auf Minga gefahren, in Fachoberschule, ja, in Fachhochschule, ja, zu studieren. Und da waren schon die ersten Kinder da, war ich schon verheiratet. Und dann war ich ja nebenbei Trachtenvorstand und habe alles Mögliche schon gemacht. Die Vereine warst du überall. Also das hätte ich alles nicht machen können, wenn ich meine Frau gesagt hätte, gut, sie verschreibt sich der Familie, sie bleibt daheim. Und jetzt ist er genauso. Ich bin deswegen ein bisschen später gekommen, ja, weil er gerade mit meinen zwei kleinsten Enkeln bei meinem Onkel war. Traktor anschauen, Vieh anschauen, Lama anschauen. Und dann sind wir nicht mehr weitergegangen. Darum war ich ein bisschen knapp. Ja, das passt schon, das also, aber bei uns sind, von den Enkeln sind, wie gesagt, heute sind wieder zwei da, dann sind wir wieder drei da. Und jetzt gehe ich im Sommer mal eine Zeit lang auf die Alm auf, nehme ein paar von den Enkeln mit und so. Also wir sind wirklich richtige Familienmenschen, aber das ist hauptsächlich das Thema von meiner Frau, oder? Ja. Das so gut weil sonst war das gar nicht gegangen. Sie hat auch viel da für die Gemeinde gewohnt. Und ich bin froh, dass unsere Familie so zusammenhält, dass die fünf Kinder, die Schwiegerkinder, das ist ja heute auch nicht normal, weißt du? Wenn du heute schaust, was es gibt. Ja. Nein, toll. Jetzt wirst du mal über den Franz von Preising reden. Ja? Der war ja knapp dran. Das war schon schön gewesen, glaube ich. Gell? Weil, wenn er es gepackt hat, oder? Ja, man, er hat sich eingesteigert, er hat wirklich viel gemacht. Er ist ja, und das war, der wollte es ja von selber machen. Ja, also, ja, der war ja schon 8 Jahre Gemeinderat, ja, und der wollte es von selber. Also ich habe ihm eher sogar ein bisschen abgeraten, habe gesagt, da habe ich Zucker, was du da auftust. Also, er hätte es ja mir eigentlich sehen müssen, dass das, ja, das nicht unbedingt der Zuckerschlecken ist. Ja. Und als Bürgermeister bist du ja kein Privatmensch mehr. Weißt. Ja. Aber er wollte es machen. Er hat ja aus meiner Sicht ein gutes Konzept entwickelt, wie er es macht. Und es hat auch gut ausgeschaut, aber es haben dann verschiedene Sachen eine Rolle gespielt, unter anderem leider auch so Untergrundpresse von uns, die total gegen die Familie gearbeitet hat und die praktisch die Leute suggeriert hat, wenn er Bürgermeister wird, dann bin ich im Hintergrund und sage ihm, was er machen muss. Ja, ja. War nicht der Fall gewesen, aber mei, vielleicht war das sein Handicap, das heißt, ja, wir wollen nicht einen zweiten, von der sollten noch einer gelangt schon. Ja, aber der kann ja noch mal, ist ja jung, der kann ja schon noch mal anpacken. Also wobei jetzt, er hat jetzt auch einen guten Beruf. Es ist ja nicht so, dass der jetzt auf der Straße steht, sondern er hat auch einen guten Beruf, wo er viel Verantwortung hat, wo er viele Mitarbeiter hat, wo er auch was bewegen kann. Und ob er noch später noch mal anpackt, wird sich zeigen. Jetzt möchte ich mit dir noch mal reden. Diese Geschichte mit diesem Fußballteam, die in der Höhle gefangen waren, das hat schon der Welt irgendwie wieder das Herz geöffnet. Also ich habe mich so gefreut, wirklich bett. Ja. Das ist schon eine gute Sache. Also wenn man vorstellt, diese Rettungsaktion. Ja, und wenn man sich dann einmal das Kasperltheater in Berlin anschaut, ja, wo jeder nur sein Ding durchsetzt. Wie hat das auf dich gewirkt? Die Kinder? Also ich muss auch sagen, also erstens als Familienmensch, wenn du selber Kinder viele Kinder und Enkel hast und weißt, was das für die Familie bedeutet, ja, wenn da die Kinder da eingeschlossen sind und kein Mensch weiß, bringst du das raus, wie bringst du das raus. Also es hat mich stark bewegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das sehr konzentriert verfolgt, wie es die rausgebracht haben. Und ich muss sagen, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und ich kann nur hoffen für die Kinder und die Familien, dass sie die Kinder auch wieder relativ bald in ein normales Leben. Weil wenn du da die Medien und alles. Ja, erstens das. Und, aber wenn du dir das vorstellst, dass du praktisch da 14 Tage lang in einem stockdunklen Raum drin warst, wo du nicht gewusst hast, kommst du raus, kommst du nicht raus. Okay. Und jetzt müssen sie sich erst gesundheitlich aufpäppeln und dann auch, das bleibt da hängen. Also das ist ja nicht so, dass die jetzt sagen, jetzt sind sie raus, jetzt ist wieder alles weg. Also da kann ich nur für die Familien hoffen, dass das alles passt und dass eben das Umfeld so stark ist, dass also die Medien da ein bisschen weghalten. Das ist wichtig, das ist wichtig. Jetzt, was machst du denn jetzt so den ganzen Tag? Du kennst ja Gott und die Welt und
Und du bist ja aktiv. Du bist ja jetzt nicht irgendwie jemand, der sagt, na, jetzt mache ich nichts mehr, sondern wir schauen so die Tage aus unter der Woche. Also ich glaube, dass das auch gar nicht funktioniert hat von 100 auf 0. Nein, das geht nicht. Also erstens bin ich noch 2 Jahre im Kreistag, habe da über den Kreistag noch verschiedene Positionen. Ich bin im Lenkungsausschuss für Strukturgutachten Region Oberland, also von Garmisch bis Mirschbach, die Landkreise. Bin da ziemlich stark eingespannt. Ich war bis vor 14 Tagen noch Vorsitzender von Abwasserzweckverband. Ich war bis vor ein paar Tagen noch Ausschussmitglied im Planungsausschuss vom Gewässerzweckverband dritter Ordnung, der für unsere gemeindlichen Gewässer zuständig ist. Ich bin Aufsichtsrat in der Naturkasserei, Tegernseer Tal, und habe noch. Bin in die Vereine noch engagiert, habe, wie gesagt, eine große Familie, habe einen Wald da hinten, relativ großen Wald, wo ich viel zum Tor habe, bin Jäger, also bin da viel in der Natur unterwegs. Das wird nicht langweilig. Nein, mir wird's überhaupt nicht langweilig, und wie gesagt, meine Familie hat eine Alm an der Bodenschneid, mein Schwiegersohn bestückt, also hat da die Viecher drum, und da bin ich auch ab und zu mal wieder mal ein paar Tage oder eine Woche um. Und also ich habe, also wenn es weitergeht und viele Leute fragen mich natürlich, wie soll man das machen, das machen. Das freut mich natürlich auch, dass wir verschiedene Sachen noch fragen. Das sind einfach Ratschläge. Jetzt müssen also werden wir nicht langweilig. Genau, jetzt müssen wir schon noch mal sagen, es gibt ja in Bayern dann Landtagswahlen. Da trinke ich auch irgendwie. Genau. Wie meinst du, dass das Ganze ausgeht? Die absolute Mehrheit, das wird schon hart. Die wieder so kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, nicht. Die absolute Mehrheit kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich war schon zufrieden. Wenn es vielleicht nur einen Partner brauchen zum Regieren, den und nicht Hubert, zwei. Den Hubert. Und nicht zwei. Auf alle Fälle, es wird zach. Und ich muss sagen, am Anfang war ich also von unserem neuen Ministerpräsidenten also auch nicht ganz so begeistert gewesen. Wir waren also die Ilse eigener lieber gewesen. Ja. Aber der Süder ist halt jetzt und da braucht er unsere Unterstützung. Man macht es auch nicht schlecht. Und er hat ja verschiedene Projekte vorgeschlagen und schon angegangen. Heute haben sie ja wieder eine Landtagssitzung. Ja. Die letzte vor der Sommerpause, wo sie noch einige Sachen beschließen wollen. Muss ich sagen, sind gute Sachen dabei. Ah, Sicherheit, also das ist schon sind gute Sachen. Sachen dabei, ist auch viel angegangen. Ja. Aber ich befürchte halt, dass aufgrund der ganzen Querelen, nicht nur mit Seehofer, den wo ich überhaupt nicht verstehe, also nicht mehr verstehe, sondern auch wegen verschiedener anderer Sachen, wird es zach. Wobei man natürlich ehrlicherweise sagen muss, die SPD in Bayern, die kannst du ja verräumen, also die sind ja gar nichts. Gut, Freien Wähler, die haben gute Ansätze, aber leider halt auch, manchmal vor lauter Oppositionsgeist schauen sie sich aber selber. Aber die AfD ist auch vormarsch. Gell? Also wenn wir zum Teil in München, im Nobelviertel, haben die bis zu 13% geholt. Also das sind ja nicht alles. Nein, das sind nicht alles Wilde. Ja. Die AfD hat einen starken Zulauf. Und die sind ja auch nicht blöd. Gell? Das will ich überhaupt nicht sagen. Ja. Das Thema bei der AfD ist, dass die viele Wähler haben, die ganz. Bürger sind, die in der Mitte der Gesellschaft stehen, aber sage ich, die führenden Kräfte von der AfD, das sind halt schon Leute, wo man sagen muss, höchste Vorsicht. Ja. Gell? Ja. Aber das, was dahinter steckt, die Wähler von der AfD, die kannst du jetzt da nicht sagen, die sind alle über der Gauland oder über die Meidl oder wie auch immer, sondern die Wähler sind ganz normale Leute, die sich halt von den renommierten Parteien im Stich lassen fühlen. Mhm. Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Mhm. Gell? Das Thema Asylanten ist ja auch hier am Tegernseer Tal, das ist alles sehr gut geordnet. Gell? Also im Tegernseer Tal darf man es nicht beschweren, auch in Gmunds besonders. Wir haben ja auch. Das sind Einheimische, die sich da wirklich wir einsetzen. Haben auch Asylanten da, die ein Teil jetzt schon anerkannte Asylbewerber sind. Bei uns in der Gemeinde sind die gut integriert. Wir haben einen sehr rührigen und großen Helferkreis, die sich wirklich um die Leute kümmern. Und es arbeiten ja da in gut gehaltenen Brunnen, arbeiten einige schon seit Anfang an. Also ich muss sagen, bei uns in Gmund, wenn es jetzt so bleibt, wie es jetzt ist und nicht recht viel mehr dazukommt, haben wir das gut im Griff. Und wir haben erst 2 Wohnhäuser gebaut mit dem Programm von der Staatsregierung für Einheimische,
nicht finanziell so gut ausgestattete Familien und anerkannte Asylbewerber. Da haben wir 14 Wohnungen gebaut. Mhm. Da sind jetzt zwei anerkannte Flüchtlinge mit der Familie drin, mhm, und 12 einheimische Familien. Harmoniert. Mhm. Also da bei uns, toi, 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 mhm, passt. Mhm. Gell? Aber es kommt ja immer darauf an, weißt du? Es kommt auch darauf an, was für Leute kriegst. Freilich. Und wenn die Arbeit haben, ich sage, wenn die Asylbewerber Arbeit haben, die Sprache lernen, was? Das ist auch wichtig, wenn sie es wollen. Und, und da haben wir ein paar Lehrerinnen oder Ex-Lehrerinnen, ehemalige, die einem da das Deutsch beibringen. Mhm. Und nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur ein bisschen. Und manchmal das Arbeiten. Ja. Disziplin ist ja auch wichtig. Ist auch wichtig. Ist ja in deinem Beruf oder dein ganzes Leben ist ja auch deshalb so erfolgreich, weil man diszipliniert ist. Weil ohne dem geht es halt nicht. Bis aufs Essen bin ich ziemlich diszipliniert. Dann fällt er nur das Trinken. Ja, genau. Aber ich sage, ein gescheiter Mo geht erst mit 90 Kilo. Okay, ja, genau. Ja, lieber Schorsch, vielen herzlichen Dank. Du schaust blendend aus und ich möchte auch noch mal danken für das, was du alles für Gmund machst und gemacht hast und auch den Gemeinderat. Und ja, liebe Zuschauer, das war's schon wieder, diesmal aus Gmund am Tegernsee und mit unserem ehemaligen, wirklich super Bürgermeister Georg von Freising. Hoffen, dass wir da ein paar Jahre bleiben. Ja, mit Sicherheit. Super, danke dir. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wurde unterstützt von der Le Jeune Academy München.